Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauende vor den Bildschirmen. Herzlich willkommen, liebe Gäste, die hier heute mit mir auf dem virtuellen Podium sitzen. Ich freue mich, Sie alle zu begrüßen zu der Veranstaltung Ankunft im Alltag, Künstler im Vereinigten Deutschland. Mein Name ist Jana Münkel und ich freue mich heute durch diese Veranstaltung zu führen. Und ich freue mich auch, anzukündigen, dass diese Veranstaltung Teil einer sechsteiligen Reihe ist. Die nennt sich Zukunftswerkstatt Einheit. Und in dieser Reihe schauen wir 30 oder sagen wir mal 30,5 Jahre nach der Wiedervereinigung auf die Transformation seit Anfang der 1990er Jahre. Und dabei geht es vor allem um die konkreten Erlebnisse der Menschen. Und das Ziel ist es, ganz unterschiedliche Aspekte zu beleuchten. Es geht zum Beispiel um die Frage, wie die ostdeutschen Bundesländer mit der Abwanderung aus dem ländlichen Raum umgehen. Oder es wird auch noch um die Frage gehen, wie sich der gesamtdeutsche Sport entwickelt hat. Und heute wollen wir aber den Fokus auf einen ganz bestimmten Aspekt legen, auf die Kunst- und Kulturwelt seit der Wende. Und wir wollen fragen, wie es den Akteurinnen und Akteuren in der Kulturwelt, in der Kunstwelt seit der Einheit ergangen ist und wie die Transformationserfahrungen in Kunst und Kultur zum Beispiel auch verarbeitet wurden und ob man heute von einer vereinigten Kunst sprechen kann. Und diese Reihe ist eine Kooperation der Deutschen Gesellschaft von der Bundesstiftung Aufarbeitung und des Berliner Kulturbeauftragten, nee, des Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und ich freue mich sehr, für diese Veranstaltung drei Podiumsgäste begrüßen zu dürfen. Das ist zum einen Frau Dr. Ulrike Lorenz. Sie ist Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, war vorher langjährig Direktorin der Kunsthalle in Mannheim. Und direkt nach der Wende ist sie ebenfalls auch Direktorin der Kunstsammlung in Gera gewesen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Lorenz. Schön, dass Sie da Hallo, sind. Frau Münkel. Ja, unser zweiter Gast ist Olaf Zimmermann. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und Herausgeber der Zeitschrift Politik und Kultur und er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes. Auch an Sie, herzlich willkommen. Und als drittes auf dem Podium ist Herr Dr. Frank Hoffmann. Er ist Geschäftsführer des Instituts für Deutschlandforschung an der Ruhr-Universität in Bochum. Und seine Arbeitsschwerpunkte sind zum Beispiel Zeitgeschichte, Kulturgeschichte im vereinten Deutschland und in der DDR. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Ja, noch eine kleine Erwähnung am Rande. Es wurde im Vorhinein intensiv versucht, auch eine Künstlerin oder einen Künstler selber für das Podium zu gewinnen. Das ist trotz sehr intensiver Bemühungen bis zuletzt leider nicht gelungen. Deswegen müssen wir auf diese Perspektive leider verzichten. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir trotzdem hier ganz verschiedene Akteurinnen und Akteure auf dem Podium haben, die mit ihren ganz besonderen individuellen Erfahrungen auch sehr gut diese Diskussion mitführen können. Und dann möchte ich gerne jetzt noch einen Überblick über den Ablauf der Veranstaltung geben. Wir werden jetzt gleich erstmal einen 15-minütigen Impulsvortrag von Herrn Hoffmann hören zum Thema Ankunft im Alltag, Künstler im Vereinigten Deutschland, also genau zum Titel dieser Veranstaltung. Und dann steigen wir anschließend in die Diskussion ein. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können sehr, sehr gerne während der gesamten Veranstaltung Fragen stellen. Und das geht einerseits im YouTube-Chat. Dafür müssen Sie allerdings bei YouTube angemeldet sein. Dann können Sie da schreiben und kommentieren und Fragen stellen. Und das ist sehr gewünscht. Und alternativ können Sie aber, wenn Sie da jetzt nicht gerade abonniert sind, können Sie Ihre Frage auch per Mail einreichen. Und das geht an die Mailadresse. Ich sage die mal kurz langsam. Bundesstiftung-aufarbeitung.de. Und wir freuen uns und werden diese Fragen dann später natürlich in die Diskussion mit einfließen lassen. Und ich würde sagen, jetzt ist es aber erstmal Zeit, um wirklich ins Thema einzusteigen für den Impulsvortrag von Herrn Hoffmann. Und Sie haben das Wort. Ja, danke schön, Frau Münkel, für die freundliche Begrüßung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke schön an die Veranstalter für die Einladung. Ich beginne mal gleich mit meiner Präsentation. Die Bilder werden dann ein bisschen lebendiger. Am Anfang lasse ich mal ein bisschen was stehen. Als ich in einer anderen Zeit die etwas tollkühne Zusage zu diesem Impuls gegeben habe, redeten wir noch nicht von Inzidenzwerten, aber auch noch weniger von Identitätspolitik. Sie hat spätestens in den letzten 2 Jahren den Ost-West-Diskurs stark erreicht. Ich denke an Thomas Oberendes Argumentation in Empowerment Ost. Ich denke an die Konferenz über die Kolonie Ost oder auch an die starke Bezugnahme auf das Diskursfeld Identität im Schlussbericht der Kommission 30 Jahre Deutsche Einheit. Kurz, einen genuinen westdeutschen Nichtkünstler zu einem Einleitungsbeitrag über die Ankunft im Alltag und mit dem Subtext der Bitterfelder Alliteration heißt das eben doch Ankunft der
ostdeutschen Künstlerinnen und Künstler im Alltag der Vereinten Republik aufzufordern. Das bedeutet doch wohl, den sprichwörtlichen Bock zum Gärtner zu machen. Und kann sich ein solcher Irrläufer nicht allein dadurch retten, indem er in möglichst schrillen Tönen und grellen Farben die Aufgabenstellungen beantwortet und ausmalt? Und das ist ja auch nicht schwierig. Denn in der Tat, mit der Vereinigung stürzen die kulturellen Infrastrukturen der DDR ineinander und die lebensgeschichtlichen, alltagspraktischen, ästhetisch-moralischen Herausforderungen und Verwirrungen erreichten für die Künstlerinnen und Künstler Ostdeutschlands ein Ausmaß, das noch in der Retrospektive schwindend macht. Ein Beispiel für traumatische Erfahrungen in diesem Prozess der Vereinigung oder auch Zereinigung ist kein Mangel. Das verbindet freilich die Erfahrungen von Personen aus dem Bereich der Kunst mit der Lebenswelt nahezu aller Menschen in Ostdeutschland. Es sind allerdings einige dieser Traumatisierungen im Bereich der Kultur so außerordentlich in ihrer öffentlichen Durchschlagskraft gewesen, dass sie eine symbolische Funktion für diese Verständigungskrise gewonnen haben. Allen, die es erlebt haben, stehen der erste und der zweite deutsche Literaturstreit um Christa Wolff deutlich vor Augen, die ganz persönliche Erschütterung einer Schriftstellerin, die doch eben noch als mögliches Staatsoberhaupt einer freien DDR in Rede war und kaum zwei Jahre später vogelfrei schien nach der Enthüllung der MfS-Kontakte. Auch wenn rasch deutlich wurde, dass es zumal im ersten Literaturstreit nur vordergründig um Christa Wolff oder eine ostdeutsche Staatskunst ging und vielmehr um eine politisch-moralische und ästhetisch-theoretische Richtungsentscheidung, war das doch auch gleichzeitig die erste Ankunft der Ostdeutschen im Alltag der westdeutschen Medienkultur und ihrer öffentlichen streitig verhandelten Positionierungen von Kunst. Um es eben so bösartig mit einem Augenzwinkern zu formulieren und Reich-Ranicki zu variieren, Rabatt, Ostrabatt wurde ab jetzt endgültig nicht gegeben. Sie merken, meine Damen und Herren, es drängt mich sofort in die Engführung des Themas, um als Historiker des Integrationsprozesses der Kultur im die Integrationsprozesse der Kultur im Vereinten Deutschland zu skizzieren. Aber mit einem Blick auf das breite gestellte Thementableau will ich wenigstens in drei Abschweifungen einige Veränderungen in der Kultur markieren, die gerade parallel zum Vereinigungsprozess zu konstatieren sind und Zukunftsbedeutung haben. Ich nenne sie stichwortartig Berlin, Bundeskultur und Erinnerungskultur. Dann komme ich zu meinem Integrationsschwerpunkt. Eine äußerlich inzwischen so selbstverständliche Veränderung im Kulturbetrieb, dass wir sie vielleicht gar nicht mehr registrieren, stellt ohne Zweifel die topografische Transformation der kulturellen Landschaft dar, wie sie in Deutschland seit 1990 sich vollzogen hat. Deutschland hat, was es selten genug in seiner Geschichte hatte, ein eindeutiges kulturelles Zentrum, das identisch ist mit seiner politischen Hauptstadt. Berlin als Labor der Einheit, wie man es gerne nennt, tritt damit die Nachfolge der Hauptstadt der DDR, wo kulturelle Institutionen, Künstlerinnen und Künstler, Funktionäre, Medien, politische Leiteinrichtungen wirklich auf engstem Raum konzentriert waren. Diese Konzentration ist heute, denkt man etwa an die Medien, noch nicht. Trotzdem ist Berlin kulturell die Metropole, selbst wenn zum Beispiel im Bereich der Gegenwartskunst der Weg von Köln nach Berlin nicht ganz so geradlinig verläuft, wie vielleicht vor 20 Jahren erwartet. Ich will jetzt gar keine qualitativen Argumente entfalten. Es reicht das statistische Argument. Von den beispielhaft geförderten Institutionen, die die Bundeskulturstaatsministerin nennt, im Jahre 2021 in ihrem Bericht werden fabelhafte 28 Institutionen mit einem Sitz in Berlin aufgelistet. 28, das sind mehr als in allen 5 ostdeutschen Bundesländern zusammen. Da sind es nur 23. In Nordrhein-Westfalen sind es 12, in Bayern 6. Zu dieser kulturellen Leitfunktion der Hauptstadt trägt aber natürlich auch der zweite Aspekt sehr wesentlich bei, den ich ansprechen will, die neue Rolle des Bundes in der Kultur. Die 1998 eingeführte Funktion der, wie es heute heißt, Staatsministerin für Kultur und Medien im Kanzleramt bringt das ebenso zum Ausdruck
wie die etwas später auf den Weg gebrachte Kulturstiftung des Bundes in Halle. Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an Paul Rabes berühmtes Blaubuch, das erstmals den Blick auf ostdeutsche Kulturinstitute und auch kleinere Gedächtnisorte im Schatten lenkte und einen entsprechenden institutionellen, nationalen Förderbedarf akzentuierte und durchzusetzen hat. Auch wenn der Kulturhaushalt des Bundes 2021 erstmals die Marke von 2 Milliarden Euro übertraf und tatsächlich in den letzten Jahren meist überdurchschnittlich gewachsen ist, bleibt die Kulturpolitik des Bundes so auf besondere, herausragende Felder konzentriert und damit auch reserviert. Ich nenne beispielhaft nur einmal die Einzelpläne 05 und 15 des Freistaats Bayern, also Kultus und Wissenschaft und Künste, mit zusammen über 22 Milliarden Euro im Jahr, wobei freilich der Löwenanteil natürlich für Schulen und Hochschulen ausgegeben wird. Für die Lebendigkeit von Kultur erscheint mir diese Basisebene aber unverzichtbar. Zu einem dritten wesentlichen Arbeitsfeld und auch der Bundeskulturpolitik, einem dritten Bereich, der sich geändert hat, gehört ein nicht neues, aber ganz anders ins Bewusstsein getretenes Feld kultureller Aktivitäten. Ich nenne es abgekürzt Erinnerungskultur. Sie markiert nicht nur eine politische Aufgabenstellung, die in den letzten 30 Jahren enorm gewachsen ist. Sie ist durch Gedächtnis- und Erinnerungstheorie auch völlig neu begründet worden. Jan und Aleida Aßmann stehen hier für eine ganze Philosophie. Sowohl in der Theorie wie auch in der Praxis ist der Memorialbereich vielleicht regelrecht ein deutsches Markenzeichen. Timothy Garton-Ash hat von der deutschen DIN-Norm des Gedenkens gesprochen. Wiederum fallen einem die großen Aktivitäten des Bundes in der Hauptstadt ein, aber es ist die Breite und Dichte im ganzen Land, die die Bedeutung dieses Feldes wirklich markiert. Die Erinnerung an beide deutsche Diktaturen bleibt verbindlicher. Anspruch, dass es für die Kommunismusgeschichte mit den Landesbeauftragten, dem BSDU, nicht zuletzt der Bundesstiftung Aufarbeitung, ein ganz eigenes Institutionengefüge gibt, kann mitunter sogar zu Neidkomplexen führen. Mit diesen drei Abschweifungen, meine Damen und Herren, zu den Fragen der kulturellen Infrastruktur komme ich zurück zu den Künstlerinnen und Künstlern und ihren Erfahrungen, wobei ich bewusst die künstlerische Verarbeitung von Transformationserfahrungen für unsere Diskussion aussprach. Angekommen im Alltag, nicht zuletzt im Alltag unserer Medienwelt, sind, wie ich es hier am Fokus der Fernsehkultur einmal mache, sind die Schauspielerinnen und Medienleute aus Ostdeutschland ganz sicher. Trotzdem keineswegs ein reibungsloser Prozess, sondern eine schmerzhafte Integration mit vielen markanten Ausschlüssen. Nicht alle sind hier auf der Folie. Das ist dabei auch, um gleich mit den Zusammenstößen und Traumatisierungen zu beginnen, um Konkurrenz- und Verteilungskonflikte gegangen ist und bis heute geht, machte kaum einer ganz früh und besonders lautstark so deutlich wie Georg Baselitz. Ich habe hier einen ganz kurzen Ausschnitt aus einem Art-Interview vom Juni 1990 mit seinem berüchtigten Ausfall gegen die ostdeutschen Maler, die nicht einmal Jubelmaler seien, sondern, Zitat, ganz einfach Arschlöcher. Der Literaturstreit um Christa Wolf, wenige Wochen später inszeniert, hat das nur ein wenig vornehmer formuliert. Früh war offensichtlich, dass es dabei in dem von Schirmacher und Greiner geführten Angriff um die Frage politisch engagierter Kunst insgesamt ging. Das kulturelle Feld war noch vor Wissenschaft, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, juristischer und historischer Aufarbeitung zu einem zentralen Kampfplatz dessen geworden, was man später Vereinigungskrise genannt hat. Bei dieser Krise ging es nicht immer um Deutsch-Deutsch. Das Spannungsfeld Ost-West war indes der Modus, in dem dieser Kampf um die Veränderung des Landes in den Jahrzehnten von Globalisierung und Digitalisierung ausgetragen worden ist. Für den einzelnen Künstler, die Künstlerin, blieb es erschüttert genug. Ich lasse jetzt einmal völlig den Bereich Stadtsicherheit aus, den Biermann 91 mit baselitischem Furor akzentuiert hat. Ich füge neben dem Literatur- und dem Bilderstreit ein weiteres nicht so kanonisches Beispiel ein. Die Ausschaltung des Regisseurs Frank Bayer
bei der Verfilmung von Uwe Johnsons Roman Werk Jahrestage 1999. Bayer hatte soeben erfolgreich Nikolai Kirche, Erich Löws großen Roman der Friedlichen Revolution, in Bilder umgesetzt. Für die Jahrestage hatte er die junge Julia Jäger als Protagonistin vorgesehen. Daran sollte er scheitern. Der Produzent wollte ein eingängiges, marktkonformes, bekannteres Gesicht. Und bei allem Respekt vor Susanne von Thorso, die ich sehr mag, die 13 Jahre jüngere Julia Jäger hätte uns nicht nur eine andere Gesine Crespa gezeigt, sondern vielleicht auch die cineastische Umsetzung dieses wichtigsten deutschen Prosawerks seit Thomas Mann auf eine andere Ebene gehoben. Frank Bayer hat danach, wie so viele DEFA-Meisterregisseure, kein neues Filmprojekt mehr realisiert. Ganz anders, viel stürmischer, mit mehr Energie, unter anderem dem Abzug ihrer Leihgaben, reagierten zahlreiche Maler Ostdeutschlands auf den Versuch, ihre Kunst und ihre Bilder bereits durch eine spezifische Massenhängung als Staatskunst zu diskreditieren. Der Weimarer Bilderstreit vom Sommer 99 ist aber nur der Höhepunkt einer ganzen Kette von Auseinandersetzungen im Kunstbereich. Ich nenne den Streit um die Sitte-Ausstellung in Nürnberg, die Beteiligung ostdeutscher Künstlerinnen und Künstler bei der Neuausstattung des Reichstags, die Ausgrenzung von Ostkunst bei der Jubiläumsausstellung 60 Jahre, 60 Werke 2009 im Gropiusbau zum 60. Geburtstag der Bundesrepublik. Stärker als bei Literatur und Film greift bei Kunstwerken ihre Objekthaftigkeit und ihre durch Ausstellungen und Ankaufspolitik mitbestimmter Warenwert in diese Auseinandersetzung. Jetzt müsste ein kleiner Ausflug auf die Leipziger Schule, Leo Rauch und so weiter folgen. Das müssen wir nachher nachholen. Natürlich geht es beim Ankommen im Alltag auch um die ökonomische Integration. Im Bereich der darstellenden Künste wäre über Erhalt, Zusammenlegung, Auflösung ostdeutscher Theater, das Ende der DEFA und so weiter zu nachzudenken. Das Fernsehen wurde hier für viele Künstlerinnen und Künstler eine Chance zum nüchternen Weitermachen. Der Mitteldeutsche Rundfunk platzierte sehr früh, 1991, 92, im Krimi-Flaggschiff der ARD einen Leipziger und Dresdner, später Dresdner Tatort mit Peter Sedan und Bernd Michael Lade, zwei Ostdeutsche als Kommissare, begleitet von einem bayerischen Kriminalrat als zeitgemäßem Dienststellenleiter, aber auch in den Nebenrollen in der Funktion von Regie, Drehbuch, alles einheimisches ostdeutsches Personal. Diese Form sanfter Eingewöhnung steht medial im schärfsten Kontrast zum böswillig ironischen Bruch, den zwei westdeutsche Fernsehanstalten WDR und NDR mit Wolfgang Menges Westberliner Ossi Hasser Motzki suchte. Mit Jürgen Holz und Jutta Hoffmann waren ausgerechnet 1989 aus der DDR übergesiedelte als Protagonisten. Vor dieser Art der Konfrontation war es dann nicht mehr weit zur Eskalation der Vereinigungskriege, die Jürgen Kocker 1995 konstatierte, und zudem von Daniela Dahn als Unbehagen in der Einheit auf den Begriff gebrachten Gefühlen. Wir haben also parallel zu den offenen Konflikten und Traumatisierungen auf dieser zweiten diskursiven Ebene Versuche der Kanalisierung, Erklärung, ironischen oder einfach die Wirklichkeit ausblenden gestartet. Wie erfolgreich diese Ausblendungsstrategie ist, zeigt die erfolgreiche, höchst erfolgreiche Fernsehserie In aller Freundschaft um ein Leipziger Krankenhauskind. Obwohl als Freundschaftsgeschichte konzipiert, mit namhaften ostdeutschen Stars geschmückt, Ursula Karussek, Uta Schorn, Fred Delmare, auch die anderen Protagonisten etwa zu zwei Drittel aus Ostdeutschland, bleibt diese tief im Osten spielende Serie ohne jeden zeithistorischen Bezug. Es sind Leipziger Ärztinnen und Ärzte um Professor Simoni und Chefarzt Dr. Heimann, die keinerlei DDR-Vergangenheit haben, obwohl sie in der DDR aufgewachsen sein müssen. Auf einer dritten Ebene wird das Verhältnis zur DDR hingegen mit äußerster Deutlichkeit ausgespielt. Sei es harmonisierend und mit leichter Ironie im Format der Ostalgie, die mit Thomas Abe als ostdeutsche Würdestrategie zu lesen ist, sei es als sehr differenzierte Gegenbewegung mit der neuen Ernsthaftigkeit etwa 2005. Die Ostalgie entdeckt neu das Lachen über die Geschichte und damit eine historische Souveränität, wie in Leander Hausmanns Verfilmung von Thomas Brussigs Am kürzeren Ende der Sonnenallee. Der Film heißt nur Sonnenallee.
Ingo Schulzes fast zeitgleiche Simple Stories und mehr noch 2005 der Roman Neue Leben zeigen gewonnene Freuden vor dem Dunkel alter Schmerzen und überzeugen in alles andere als ausgewogene Dialektik. Das viel geforderte Format des Wenderomans, ein Wort, an dem nichts stimmt, war danach obsolet. Schmerzhafter, nicht unbedingt ernsthafter, wurde die Entdeckung des guten Stasi-Manns Ulrich Mühe im Das Leben der Anderen, ein Film, dem man inzwischen fast schon das Etikett der Kolonisierung anhaften möchte. Immerhin, ich habe auch Uwe Tellkamp zu diesen Kunstwerken dazugenommen, die wie wenige andere ihre Zeit widerspruchsvoll erklären versuchen. Spätestens jetzt, also etwa um 2005, 6, 7, war in Ostdeutschland die historische DDR mit Film und Literatur im Zenit der Gegenwartskultur angekommen, reif auch für die neue ostdeutsche Kanzlerin und den bald kommenden ostdeutschen Bundespräsidenten. Aber dennoch sind die ostdeutschen Künstlerinnen und Künstler nun angekommen. Gerade die Debatte um die Marginalisierung der Ostdeutschen in den Funktionsebenen, Verwaltung, Gerichtswesen, Militär, Hochschulleitung, Kirchenführung und so weiter, lässt fragen, ob das auch für die Kultur gilt. Wir im Institut untersuchen das gerade ein bisschen für die Theater, das lasse ich hier aber bewusst weg. Geprüft habe ich diesen Vorgang an zwei anderen Leitinstitutionen, der Berliner Akademie der Künste, man könnte auch an ihr unser Thema wunderbar exemplifizieren, sowie die Darmstädter Deutsche Akademie der Sprache und Dichtung. Ich bin schon fast am Ende. In der Berliner Akademie sind die Ostdeutschen sehr unterschiedlich repräsentiert. Ich weiß, das ist manchmal ein bisschen empirisch übertrieben und wird mit Achselzucken kommentiert, aber wenn in der Sektion Bildende Kunst bei fast 70 Mitgliedern ganze 7 Personen eine ostdeutsche Biografie aufweisen, bei der Sektion Literatur und etwas weniger stark bei der darstellenden Kunst aber ganz anders aussieht, ist das für mich doch ausschlaggebend und aussagekräftig für die Frage nach dem Ankommen. Darmstadt hat früh mit programmatischen Vergaben des Büchnerpreises, Sie können ja mal raten, ob Sie alle erkennen, sowohl die aus der DDR übergesiedelten wie die hier verbliebenen in den Kanon integriert. Erst im letzten Jahrzehnt hat es dann an Büchnerpreisen, wie Sie sehen, für den Osten gemangelt. Er geerbt 2020, war aber eine schöne Wahl. Immerhin bemüht man sich in den letzten Jahren, einige jüngere Künstlerinnen und Künstler aus Ostdeutschland aufzunehmen, bei einigen in die Akademie aufzunehmen. Bei einigen wagt man kaum, sie entsprechend als Ostdeutsch noch zu klassifizieren. Aber gerade die Jüngsten wie Uljana Wolf und Steffen Popp haben in ihren Vorstellungsreden souverän, ironisch, heiter, selbstverständlich ihre ostdeutsche Beheimatung in den Mittelpunkt gestellt. Gleichwohl bei 185 Mitgliedern gerade 19 Personen, darunter 3 Übergesiedelte aus Ostdeutschland in der Darmstädter Deutschen Akademie, das erscheint mir selbst bei den vielen internationalen Teilnehmern, Mitgliedern, doch wirklich unterrepräsentativ. Das gilt für die Preise für Essayistik und Kritik noch deutlich. Dieses Defizit macht meine letzte Frage unumgänglich. Wie weit sind die Westdeutschen im Vereinten Land angekommen? Als im vorletzten Jahr in Düsseldorf die schöne kleine Ausstellung Utopie und Untergang im Kunstpalast gezeigt wurde, hatte es fast den Anschein, als ob 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution nun auch in der Kunststadt am Rhein angekommen war, dass sich da irgendetwas verändert hatte in Deutschland. So begeistert feierte sich das junge Kuratorenteam über die originelle Idee, hierzulande im Westen die Kunst der DDR zu sein. Das hatte nach den fabulösen Schauen zur DDR-Kunst seit Weimar, Icarus 2012, 2013 aus den letzten Jahren, nämlich nur Potsdam, Rostock, Leipzig, dann doch ein klein wenig den Anstrich von Provinz. Schließlich war 2006 Bernhard Heisig auch in Düsseldorf groß gefeiert worden. Und bis 2009 gab es in der Nachbarschaft das Oberhausener Ludwig-Institut zur Kunst der DDR. Aber das hat man Provinz beschlossen, weil es angeblich nicht mehr in die Zeit passt. Zur Ankunft der Wessis also keine weiteren Fragen.
Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Hoffmann, für diesen sehr bildstarken, spannenden Vortrag. Ich glaube, der hat eine super Grundlage geschaffen, um eben jetzt direkt in diese Diskussionen, die wir ja geplant haben, einzusteigen. Ich würde die gerne ein bisschen strukturieren, damit das nicht super durcheinander geht. Und zwar würde ich den Fokus gerne erstmal so ein bisschen chronologisch legen, so wie Sie es ja eigentlich auch gemacht haben. Also ich würde erstmal gerne auf die Kunst- und Kulturwelt direkt nach der Wende schauen, dann auf diesen Transformationsprozess und dann anschließend die Gegenwart und vielleicht so einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Und wir haben dann eben auch noch ordentlich Zeit, um die Zuschauer, Zuschauerinnen-Fragen aufzugreifen. Und ich glaube, dass dieser Blick auf kurz nach der Wende sich ganz gut anbietet, um vielleicht erstmal ganz konkret auch bei Ihren persönlichen Erfahrungen einzusteigen. Vielleicht fangen wir mit Ihnen mal an, Frau Lorenz. Sie waren ja direkt nach der Wiedervereinigung mit dem Studium fertig, wenn ich das richtig gesehen habe. Sie haben in Gera dann im Otto-Dix-Haus gearbeitet und haben 1990 die Kunstsammlungen in Gera übernommen. Also genau in dieser Zeit, die ja sicherlich sehr, sehr spannend war. Und wie war das denn für Sie? Wie haben Sie diese Übergangszeit, diesen Umbruch wahrgenommen? Naja, wie Sie schon sagen, als eine überaus spannende Zeit, die mich persönlich stark herausgefordert hat. Ich war mit dem Studium fertig, noch volle DDR, 1988, bin zurück in meine Heimatstadt, weil die Atmosphäre an der damals noch Karl-Marx-Universität genannten Leipziger Universität war unerträglich geworden und so unerträglich, dass ich beschlossen habe, nicht meine Doktorarbeit anzuschließen, sondern in die Praxis zu flüchten. Und das erwies sich dann im Rückblick als ein großer Glücksfall, weil ich quasi zum letzten Jahrgang gehörte, dem ein Arbeitsplatz zustand. So war das in der DDR. Es gab einen extrem starken Numerus Clausus, um überhaupt ein solches Orchideenfach wie Kunstwissenschaft, wie es damals hieß, es war Kunstgeschichte, zu studieren. Ich musste 2 Jahre warten und hatte dann unheimliches Glück, einen Studienplatz ergattern zu können, weil ich nicht aus einem Arbeiterhaushalt stamme, sondern aus einem bürgerlichen Handwerkerhaushalt. So, und dann war das ein tolles Studium. Das war zu Ende, 88, und ich konnte also in einem kleinen Museum meiner Heimatstadt anfangen zu arbeiten. Und dann kam diese Wende mit dem Herbst 89, muss mich da wirklich auch aktiv dran erinnern. Das war extrem aufregend, weil wir alle wirklich Freiheit haben wollten. Ich habe mich dann sehr früh im Neuen Forum engagiert. Und dann gab es diesen Umbruch, und aus Wir sind das Volk wurde sehr schnell zu unserem absoluten Erschrecken. Wir sind ein Volk, und das war dann im Frühjahr 1990. Und da habe ich persönlich beschlossen, dass ich zurück in meinen Beruf gehe und dass ich mich wirklich entscheide, eine fachlich super Performance hinzulegen. Und das war dann genau die richtige Entscheidung, weil es trat ja eine Funktionselite, das hatten Sie so schön formuliert, Herr Hoffmann, ab, der also die Verflechtung mit dem DDR-Staat und auch mit der Stasi nachgesagt und nachgewiesen wurde. Und dann war plötzlich diese Vakanz da und das Angebot, ich als ganz jung, ich wusste überhaupt nicht, wie das geht, das zu übernehmen. Und das wollte ich erstmal gar nicht. Wir waren ja gar nicht für Führungspositionen ausgebildet. Außerdem hing da immer der Verdacht dran, sich mit dem Staat gemein machen zu müssen. Und das ließ mich also erstmal zweimal dieses Angebot ablehnen, bis dann tatsächlich ein Westfreund sagte, sag mal, Mensch, mach das doch einfach und guck mal, wie dir es geht. Und dann bin ich gesprungen und habe in einem kleinen Haus in der ostdeutschen Provinz, in meiner Heimatstadt Gera, die ersten Erfahrungen gesammelt. Learning by doing, das war total interessant. Und wir haben versucht, uns neugierig mit einem ganz kleinen Team die Kunst des Westens zu erarbeiten. Das war tatsächlich, das war ja neu. Die DDR-Kunst kannten wir alle. Zum großen Teil haben wir sie gar nicht geschätzt, weil sie eben
vielfach Staatskunst war, bis auf eine jüngere Künstlergeneration, die wir in Leipzig natürlich sehr stark wahrgenommen haben. Und was neu war, wollten wir erobern. Und da habe ich dieses kleine Museum tatsächlich darauf ausgerichtet. Wir haben große, wunderbare Ausstellungen gemacht, tolle Künstlerbegegnungen gehabt und haben dann aber in einer gewissen Wende innerhalb dieser ersten 10 Jahre uns auch zurückgewendet auf die eigene Kunstgeschichte. Und ich habe das in Thüringen eben gemacht, 1999, während Weimar den Aufstieg und den tiefen Fall von kuratorischer Hybris erlebt hat. Nicht nur in der Moderne habe ich in Gera in meiner ganz kleinen Kunstsammlung die Thüringer Kunstgeschichte von 45 bis 99 aufgearbeitet. Und das war wirklich absolutes Neuland. Wir haben extreme Entdeckungen gemacht in der Vielfalt der künstlerischen Szene in der DDR, wo man überhaupt nicht mehr von Staatskunst reden konnte, sondern einfach von einem regionalen, interessanten Geflecht, das auch von der klassischen Moderne hochgradig profitiert hat, das natürlich dann den üblichen Anteil auch an Staatskünstlern gestellt hat, aber vor allen Dingen eben dann auch den Aufbruch neuerer Künstlergenerationen in den 80er Jahren. Das war zu beobachten, immer aus dieser regionalen Perspektive. Und insgesamt muss ich sagen, wir haben natürlich in den Kulturinstitutionen, ich spreche jetzt nicht von den Produzenten, das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung. Herr Hoffmann, Sie haben es gerade erwähnt. Es ist im Grunde genommen ja das gesamte Kunstbetriebssystem, Kunstkombinat DDR, zusammengebrochen. Und das sind natürlich existenzielle Erfahrungen, die wir im Kulturbereich, im institutionellen Bereich anders gemacht haben, aber auch interessant gemacht haben. Die Kulturinstitutionen sind ja neu aufgestellt worden in ihrer Existenz. Wir haben viel lernen müssen auch. Es gab keinen Staatsauftrag mehr, aber irgendwie mussten wir neue Strukturen, neue Formen auch des Arbeitens lernen. Und das ist mir, das war mein kleiner experimenteller Erfahrungsraum in Ostthüringen, das ist mir mit einem kleinen Team sehr, sehr gut gelungen. Und insofern kann ich von einer auch persönlichen Erfolgsgeschichte sprechen, das Gefühl, Freiheit zu erlangen über das eigene Leben, gleichzeitig aber auch herausgefordert zu sein, alles auf den Prüfstand zu stellen, zu schauen, was man taugt in einem gesellschaftlichen Umfeld, das nicht an der Wiege gesungen war, sondern neu erobert werden muss. Das ist sicher eine, also ich empfinde es als eine ganz große Glückserfahrung und eine riesige Bereicherung, zwei Gesellschaftssysteme kennengelernt zu haben und daraus im Grunde genommen Welt und das eigene Leben auch gestaltet zu haben. Ja, ich lese da auch diesen ganz interessanten Aspekt raus, den Sie erwähnt haben, dass Sie erst mal geguckt haben, wie ist es denn im Westen und dann aber auch sich zurückbesonnen haben. So. Also dass das nicht nur so ein Füllen einer Leerstelle war. Und Herr Zimmermann, dann direkt vielleicht im Anschluss die Frage an Sie, weil Sie ja sozusagen von der anderen Seite auf diese Wende geschaut haben. Also ich habe ein kleines Essay gefunden. Sie waren zu dieser Zeit junger Kunsthändler und Sie haben tatsächlich mal überlegt, Ihre damalige Galerie nach Leipzig zu verlegen. Und dann haben Sie das aber doch nicht gemacht, so stand in diesem Essay, aus ökonomischen Vernunftgründen. Fand ich ganz spannend, diese Überlegung. Also wie war das denn für Sie in dieser Zeit, diese Überlegung, oh, gehe ich in diese Leerstelle, wenn man so will, oder lasse ich's? Naja, es war einfach so, in den 80er Jahren, ich habe eine Galerie in Köln gehabt und ich war eindeutig nach dem Westen ausgerichtet. Also mein ganzes Leben war das Leben eines Wessis und alles, was ich gemacht habe, war, wenn ich über eine Grenze gegangen bin, dann bin ich über eine westliche Grenze gegangen. Und wir haben gehandelt mit den Niederlanden, mit Belgien, mit Frankreich. Und wenn es ganz toll war, ist man bis in die Vereinigten Staaten von Amerika gekommen. Aber ich bin nie bis zu diesem Zeitpunkt quasi über die Grenze der DDR gekommen. Und 87 war es, dass mich
ein Verleger gefragt hat, hat gesagt, hast du Lust, ein ganz großes Abenteuer zu erleben? Ja, und hat gesagt, ich nehme dich mit in die DDR. Ja, und das war größtes denkbares Abenteuer, absolut unbekanntes Land. Ich bin dann mit ihm und einem Fotografen, sind wir dann nach Leipzig gefahren. Und man konnte ja auch, wenn man nicht eingeladen war, die DDR war ja schon auch in ihren Grundfesten ein wenig kapitalistisch. Ja, man konnte also auch dort einreisen, wenn man in einem Luxushotel übernachtet hat. Dann musste man nämlich nur quasi das buchen und dann konnte man also, ohne dass man quasi eingeladen werden musste, dort einreisen. Und wir haben uns damals, ich glaube, knapp 14 Tage lang die Szene der jungen bildenden Künstlerinnen und Künstler in Leipzig angeschaut. Und das war für mich absolut faszinierend, weil es war vollständig anders als im Westen. Also alleine die Art und Weise, wie man weitergereicht wurde, also von einem zum anderen, im Westen hat ein Künstler, eine Künstlerin, einen Galeristen nie weitergereicht. Also die wollte den für sich selber haben, aber man hat nicht den Kontakt zu jemand anders bekommen. Und das war in Leipzig vollständig anders gewesen. Also jeden Tag mehrere Künstlerinnen und Künstler kennengelernt, die man bis dahin noch nicht kannte. Man hat gefeiert, es wurden Feste gemacht, man ist in die Ateliers gegangen. Also es war eine ganz verrückte andere Welt, die man dort kennengelernt hat. Auch eine Welt, das waren alles Künstlerinnen und Künstler, die keine Staatskünstler waren. Viele wurden sogar damals als asoziale Subjekte quasi geführt, weil sie auch nicht dem Verband angehörten und sowas. Die haben in einer Subkultur gelebt. Ich fand das ganz toll, ganz spannend. Und dann kam die Wende, das heißt ja der Fall der Mauer, und mit diesem wenn Sie so wollen, mit diesen Erinnerungen bin ich also nach Leipzig gegangen und habe gesagt, so jetzt schaue ich dir diese Stadt an, weil du kannst doch deine Galerie von Köln nach Leipzig verlegen. Aber das Verrückte ist gewesen, schon diese kurze Zeit nach dem Fall der Mauer war dieses Leipzig und ich glaube auch diese DDR etwas anderes gewesen. Also sie hat auch anders getickt schon. Sie war, ja, schon auf dem Weg zur Normalität. Für mich war das dann nachher auch der Fall, ist der Unterschied zwischen Köln und Leipzig noch so groß, dass es sich für mich quasi lohnt, dieses ökonomische Risiko einzugehen. Und ich bin dann für mich zu dem Schluss gekommen, dass der Unterschied nicht groß genug war, um dieses Risiko einzugehen. Und das waren, ich sag mal, eigentlich nur wenige Monate nach dem Fall der Mauer, fand ich also für mich ganz spannend. Aber das muss ich sagen, vielleicht kommen wir ja später noch darauf. Dieser Fall der Mauer hat trotzdem mein Leben grundsätzlich verändert. Also ich hätte nicht dann später in einem Verband gearbeitet, Politik gemacht, ohne diesen Fall der Mauer. Alles, Herr Hoffmann hat es ja auch schon mal angedeutet, alles, worüber wir heute in der Bundeskulturpolitik reden, ist nur deshalb möglich, weil damals die Mauer gefallen ist, weil es den Einigungsvertrag gibt, weil es diesen berühmten Artikel 30 im Einigungsvertrag gibt, dass es überhaupt so etwas wie Bundeskulturpolitik gibt, haben wir dem Fall der Mauer zu verdanken. Also das sind dann so diese Sachen, wo es sich dann wieder letztendlich getroffen hat. Aber ich will nur einen Punkt sagen. Ich kann mich noch gut erinnern, auch kurz nach dem Fall der Mauer bei der ersten Art Cologne, das ist also die Kunstmesse in Köln, wo ich auch als Galerist eben teilgenommen habe und das quasi dazugehört, dass man sich dort bei diesem Familientreffen also immer wieder dann auch vorstellt. Dort ist ja bekannt geworden, dass Sascha Andersen enttarnt wurde von Biermann. Und das war ein Schock für die Kulturwelt, weil wir hatten natürlich auch eine unglaublich idealisierte Vorstellung von den Künstlerinnen und Künstlern der DDR. Also die waren nicht kapitalistisch, so wie wir, die haben sie nicht dem Geld so nachgejagt wie wir, sondern die haben quasi alle im Untergrund gekämpft und gearbeitet und haben letztendlich ganz besondere Sachen gemacht. Und mit dieser Enttarnung von Andersen ist so etwas wie,
ja, dieses Idealbild zusammengebrochen und man hat sich auf einmal auch die DDR und auch den Kulturbereich der DDR vollständig anders angeschaut. Also wenn man so will, es ist dann auch so etwas wie eine Ernüchterung dann eingetreten und es hat dann viele Jahre gedauert, bis nach dieser Ernüchterung auch so etwas wie Normalität dann eingetreten ist. Da kann ich ganz gut anschließen, also weil ich wollte gerade fast schon einhaken und sagen, ah, das klingt ja eigentlich ziemlich harmonisch und wir haben, also aus Ihrer Sicht kann das ja auch gut sein, dass da auch diese Neugierde so überwogen hat. Wir haben aber ja gerade im Vortrag von Herrn Hoffmann gehört, dass es eigentlich, ich sag's mal ganz lapidar, auch ziemlich geknallt hat. Also wir hatten den Bilderstreit, er hat angedeutet, wir hatten den Literaturstreit. Deswegen vielleicht mal die Frage an Sie, Herr Hoffmann. Sie haben da ja im Vortrag drauf Bezug genommen, dass es eben in der Literatur, in der Kunst da sehr, sehr große Kontroversen gab, auch sehr direkt eben nach der Einheit. Brauchte es vielleicht diesen Zusammenknall, um dann danach nochmal zurückzutreten und zu gucken, okay, wie sortieren wir uns? Oder war das übertrieben? Herr Hoffmann, ich glaube, Sie müssen kurz Ihr Mikro anmachen. Das Problem ist, dass der Knall sehr einseitig geführt worden ist. Ja, es ist eine einseitige Kritik an der ostdeutschen Kultur geführt worden. Es ist nicht gleichzeitig über das diskutiert worden, was im Westen passiert ist. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist aber auch diese Kritik von vornherein abgefedert worden. Christoph Wolff hat auf einem solch hohen Podest gestanden, aber auch jemand wie Heiner Müller oder dann auch jemand wie Günther de Bruyne, selbst Günther de Bruyne, der sozusagen ja nun der Konsensautor überhaupt war, wie ihn ein englischer Literaturwissenschaftler genannt hat, auch er hatte ja seine MFS-Kontakte. Ja, also am Ende war sogar Monika Maron, die sozusagen für die Inkarnation der Gerechtigkeit und Nüchternheit damals, noch heute ist ja wieder eine andere Rolle gerutscht, gegolten hat, auch sie hatte diese Kontakte. Anderson, ehrlich gesagt, Herr Zimmermann, also mein alter Chef Klussmann, Professor hier an der Ruhr-Universität, hatte Anderson in den 80er Jahren, da war er ganz frisch übergesiedelt, eingeladen, mit tollen Preisen ausgestattet. Das Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen hatte ja solche Preise. Und der hatte seine Anderson-Ernüchterung schon, ich glaube, 1987, als nämlich der große Künstler in Bochum eine ganze Nacht durch im Hotel durchtelefoniert hat und mit vollständiger Telefonrechnung und vollständig geleerter Minibar das Hotel zu Lasten seines Gastgebers verlassen hatte. Also da wusste man, dass es auch bei den ostdeutschen Künstlern nicht nur diese Bescheidenheit und dieses Deprivate gibt. Also ja, anders war also uns schon, dass mit dem irgendwas nicht stimmte, das hat viele schon ein bisschen so umgetrieben. Aber das hätte uns nie gestört, so etwas, um das mal zu sagen. Also wenn jemand eine Minibar leert und ein bisschen zu viel telefoniert, das wäre jetzt so kein Problem. Jemand, der das öffentlich-rechtlich abbrechen muss, der sieht dann immer in einer anderen Situation. Also ich will damit nur sagen, wir haben diese Diskussion nie zu Ende geführt. Die Diskussion wurde angerissen, es gab Beleidigungen, es gab Enttäuschungen und Verletzungen, aber es wurde nie auf einer Konsens suchenden Form weitergeführt. Im Grunde haben wir heute noch ähnliche Diskussionen, die immer wieder neu eröffnet werden. Das, was Thomas Oberender im letzten Jahr geschrieben hat, erinnert mich an Diskussionen, die wir in den frühen 1990er Jahren auch schon geführt haben. Und das macht mich eigentlich etwas betroffen, dass wir es nicht schaffen, diese wechselseitigen Verletzungen so weiter zu diskutieren, dass wir auch uns wechselseitig anerkennen. Ich glaube, das ist für mich der entscheidende springende Punkt, vor dem wir immer noch stehen für die Zukunft. Ja, dass wir diese wechselseitigen Verletzungen, es gibt natürlich auch westdeutsche Verletzungen, ja, dass man die sozusagen mitbekommt. Wir haben in Nordrhein-Westfalen, um nur das eine Beispiel zu sagen, wir haben vollkommen andere Terms of Trade, was die Kultur angeht. Ja, bis 1990 war Nordrhein-Westfalen die Mitte der Welt, der Bundesrepublik. Ja, ne, also der berühmte alte Satz von Wehner, wenn es an der, oder von Barzel, wer immer es gesagt hat, wenn es an der Ruhr brennt, ist im Rhein nicht genug Wasser zum Löschen. Also wir im Ruhrgebiet, wir sind, man ist jetzt, also wirklich Provinz, man verhält sich auch provinziell. Ja, das muss man einfach so sagen, trotz Kulturhauptstadt.
Das sind so Dinge, bei den Oberbürgermeistern aus der Emscher Region hört man das manchmal. Jetzt haben wir schon so viel für die ostdeutschen Städte bezahlt, jetzt möchten wir aber auch mal was vom großen Kuchen mitbekommen. Also diese wechselseitigen Dinge müssen auch mal, wir brauchen ein Format, wo wir das öffentlich ausdiskutieren können. Naja. Ja. Ich würde da jetzt gerne mal einhaken wollen und sagen, Herr Hoffmann, also wir sprechen natürlich vor dem Hintergrund einer grundsätzlichen Asymmetrie. Das gilt schon noch mal festzuhalten. Nicht die alte BRD ist beigetreten, sondern eben die DDR. Herr Zimmermann spricht ohne Zucken vom Fall der Mauer, als wenn die von alleine zusammengefallen wäre. Das heißt, das muss schon auch erst noch mal aufs Trapez gebracht werden, zu sagen, es ist da im Westen viel Selbstverständlichkeit unterwegs gewesen. Die Perspektive, die jetzt Olaf Zimmermann aufgemacht hat, war ja ein Spurenelement, sozusagen die professionelle Neugier eines Galeristen auch auf neue Geschäftsfelder. Oder mal den ganzen Konzeptscheiß im Westen mal beiseite zu schieben, neue Sinnlichkeit. Ihr kommt ja auch aus den 80er Jahren. Sagen, jetzt gucke ich mal, ob ich da frische Ware finde. Die Neugier im Westen ist ja kaum vorhanden gewesen. Und eigentlich ja bis heute, ich habe ja Mannheim erlebt, rheinische Industrieebene, wunderbare Menschen, tatkräftig, lokalpatriotisch, weltoffen. Aber in den ehemaligen neuen Bundesländern war niemand, der da nicht irgendwie persönliche Verbindungen hin hatte und so weiter und so fort. Also wenn wir von gegenseitigem Respekt reden, den es zweifelsohne braucht, um überhaupt Vielfalt zu bewältigen, und heute reden wir ja in einer globalen Welt, dann müsste erstmal die gegenseitige Neugier gegeben sein. Und die haben wir jetzt zwar, ich auch professionell sozusagen, erstmal auf die Westkunst und uns da ein neues Terrain zu erobern, aber in weiten Teilen der Bevölkerung, auf beiden Seiten, ist diese Neugier ja nicht gegeben gewesen. Und das hat sicher viel Ungerechtigkeit auch erzeugt. Und dann haben sich hier die Menschen natürlich in neuen gesellschaftlichen Verhältnissen wiedergefunden, die also auch natürlich ökonomische waren. Und das galt es zu bewältigen. Und da haben Künstler sicher sehr verschiedene Strategien entwickeln müssen, um sich sozusagen einen neuen Boden unter den Füßen zu arbeiten. Also das soll jetzt nicht ganz vergessen werden, bevor wir bei den zahllosen Stasi-Verstrickungen, die es zu aller Erschrecken gab, nicht eben auch schon schnell mal wieder eine bequeme Ausrede haben, um die alten, ausgetrockneten Fronten zwischen Ost und West letztlich immer wieder neu zu verlängern. Das ist das Fatale also nach 30 Jahren Vereinigung, würde ich sagen, dass wir immer wieder in diese alten Deutungsmuster zurückfallen. Ja, da würde ich ganz gern anschließen, auch, also weil Sie gerade dieses Wort Deutungsmuster verwendet haben, das passt, finde ich, gut, auch eben im Hinblick auf, wie nehmen wir denn Kunst wahr? Also ist das vielleicht auch ein Hindernis, dass eben auch die DDR-Kunst ganz lange nicht als Kunst an sich wahrgenommen wurde, sondern immer im Hintergrund, vor dem Vordergrund eigentlich dieser politischen Entstehungsgeschichte? Also es gab ja, Herr Hoffmann, Sie haben das auch angesprochen im Vortrag, diese Ausstellung in Weimar, wo DDR-Kunst im alten Gauforum ausgestellt wurde, wo die eigentlich fast schon mit NS-Kunst gleichgestellt wurde, wenn man so möchte. Es gab eine Riesendiskussion. Aber es gibt ja jetzt auch andere, neuere Ausstellungen, zum Beispiel im Museum der Bildenden Künste in Leipzig vor gut 2 Jahren. Point of No Return hieß die. Da wurde sehr, sehr umfassend DDR-Kunst ausgestellt. In meiner Wahrnehmung ein bisschen differenzierter. Natürlich auch im Osten Deutschlands. Aber ist das, also die Frage, um das nochmal zusammenzufassen, war eine Hürde, dass man diese Kunst nicht als Kunst wahrgenommen hat? Und ist das jetzt besser? Gerne in die Runde. Also Herr Zimmermann vielleicht. Ja, ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Also ich glaube, dass man die Kunst aus der DDR oder von Künstlerinnen und Künstlern, die in der DDR aufgewachsen sind, nicht automatisch quasi als, ich sag mal, politische Kunst gesehen hat. Sondern ich glaube, Frau Lorenz hat ja nicht ganz Unrecht. Also es sind zwei sehr unterschiedliche Bereiche mit einer sehr unterschiedlichen Geschichte. Und wie unterschiedlich diese Geschichte ist, ist uns eigentlich erst in den Jahren nach der Wende wirklich
deutlich geworden. Also das heißt, für so einen Wessi, da gibt es also eine bestimmte Entwicklung, die man auch gehabt hat. Die hat in den 68ern begonnen, die hat über die sozialen Bewegungen dann begonnen, die ist bis zur Friedensbewegung gekommen und die hat ein bestimmtes Weltbild geschaffen. Und der Wessi an sich ist auch nicht immer und zumindest nicht alle Kapitalisten gewesen, ja, sondern es gibt da ganz unterschiedliche Ausprägungen. Aber es gibt ein bestimmtes Weltbild und dieses Weltbild war schon sehr deutlich ein westzentriertes Weltbild gewesen. So. Und auf einmal kam eine große Unordnung, die eine große Freude gemacht hat. Also ich kann mich gut daran erinnern, es war der Fall der Mauer, ich sag's nochmal, der Fall der Mauer, ja, kann ich auch so sagen, der Fall der Mauer war eine große Freude gewesen, weil man auf einmal in etwas Unbekanntes hineingekommen ist. Aber ich kann mich erinnern, ich kann mich an die ersten Fernsehinterviews erinnern, wenn Ostdeutsche gefragt wurden und gesagt wurden, ja, wie stellt ihr euch das jetzt vor, da fällt die Mauer, wie werdet ihr denn dann arbeiten? Und so weiter und Westjournalisten sofort die kritische Frage gestellt haben, habt ihr nicht Angst, arbeitslos zu werden? Und da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass sie sagen, ach Quatsch, wer arbeiten will, der bekommt auch arbeiten und die, die arbeitslos sind im Westen, das sind alles faule Hunde, nicht wahr, die eben nicht arbeiten wollen und selbstverständlich werden wir Arbeit bekommen, weil wir sind das aus dem Osten gewöhnt. Das war, wenn man so will, ein vollkommenes verkehrtes Zerrbild des Westens, das dort gelebt wurde. Also auch die gesamten Konflikte, die Jahrzehnte auch der Auseinandersetzung sind eben letztendlich auch nicht wahrgenommen worden. Und so sind zwei, glaube ich, unbekannte Welten aufeinander gestoßen. So. Und ich glaube, was wir eben noch haben, und das ist richtig, sie sind hoffentlich, und ich glaube das auch, mittlerweile bei den Jungen bekannte Welten, ja, oder zumindest gibt es doch keine so großen Unterschiede mehr. Aber bei den Älteren, auch denen in meinem Alter und älter, da ist das immer noch quasi ein unbekanntes Terrain und das haben wir bisher nicht hinbekommen. Also das heißt also auch wirklich dort eine Vereinigung so hinzubekommen, dass es auch eine kulturelle Vereinigung ist, sondern es gibt eine formale Vereinigung und es gibt eine juristische Vereinigung, aber es gibt immer noch das große Kopfschütteln bei, das einen machen die Wessis, wie können die denn sowas machen? Das andere machen die Hossis, wie können die denn sowas machen? Und das haben wir nach 30 Jahren letztendlich nicht geschafft. Wäre dann eben eine spannende Frage, ist eigentlich Aufgabe auch von Kulturinstitutionen, von Künstlerinnen und Künstlern, das stärker zu machen? Aber es ist eben schwierig und deswegen, ich meine, Herr Hoffmann hat wunderbar über eines unserer, ich glaube, stärksten kulturellen Ausprägungen auf der Bundesebene, nämlich die Erinnerungskultur, gesprochen. Aber wenn wir mal sehen, dass wie wenig wir es hinbekommen haben, an die friedliche Revolution bisher zu erinnern. Also wenn man sich das, ist eigentlich erstaunlich, ja. Also ich meine, da haben wir mal was Positives in unserer Geschichte zu bieten. Das ist nicht so oft der Fall, ja. Aber wir kriegen es nicht hin. Jetzt bauen wir gerade die Wippe vor das Humboldt-Forum, aber es gibt, glaube ich, kein ungeliebteres Denkmal, was ich mir im Moment in Deutschland vorstellen kann, als diese Wippe. Und das zeigt eben auch so ein bisschen, dass wir auch was erinnerungskulturell angeht, diese Frage, was dort letztendlich passiert ist, und da stimme ich Ihnen ja zu, Frau Lenz, was da Großartiges passiert ist, was also auch mit Mut zu tun hat, dass Leute auch wirklich ganz persönliche, extreme Gefahren auf sich genommen zu haben, um diese Veränderung zu erreichen, dass wir das bisher erinnerungskulturell nur marginal bisher abdecken. Wie sehen Sie das denn, Herr Hoffmann? Also ich würde gerne auch noch mal ein Beispiel aufgreifen aus Ihrem Vortrag. Ich glaube, es klang an, auch diese Diskussion um Kunstwerke, die ja auch ein Teil der Erinnerungskultur sind, wenn man so möchte, die in den Bundestag, also in das Reichstagsgebäude gehängt werden sollten. Da gab es eine große Diskussion. Ich führe die jetzt nicht noch mal groß aus, aber es ging unter anderem darum, dass dann ostdeutsche Künstlerinnen und Künstler sich beschwert haben und gesagt haben,
da hängen oder da sollen viel zu viele westdeutsche Künstlerinnen und Künstler hängen, wo sind wir denn? Und mit Nachdruck ist es dann auch gelungen, da tatsächlich so eine ganz okay ausgewogene Mischung wohl hinzukriegen. Also sehen Sie das vielleicht auch als gutes Zeichen, dass das so eine Diskussion zwar mit Nachdruck und schon mit auch scharfem Ton, aber doch auch mit einem Ziel geführt werden kann? Das habe ich eben gerade gemeint, als ich gesagt habe, wir müssen diese Diskussion offen und auch mit einer gewissen Konsequenz führen, so wie es hier durchgesetzt worden ist. Also das ist für mich mit großem Respekt. Da bin ich Ihnen völlig zustimmend. Ich bin auch für die streitige Auseinandersetzung. Ja, also wir haben das in diesem Institut immer wieder versucht. Wir fahren seit 1995 regelmäßig sozusagen mit Studierenden nach Erfurt und nach Potsdam und wo auch immer hin. Wir waren im Februar 2020 zuletzt in Halle noch, also wenige Stunden sozusagen vor dem Lockdown. Wunderbare Gespräche mit Politikern, mit Leuten aus der Wirtschaft, in der Kultur. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass man dauernd diese Angebote macht. Insofern stimme ich Ihnen zu, man muss das fördern und muss unterstützen. Dazu kommt aus dem Westen zu wenig Neugier. Wenn die Leute dann da sind, sind sie hochinteressiert und begeistert. Aber ich würde gerne doch zwei Bemerkungen noch machen zu dem, was Herr Zimmermann gesagt hat. Das eine betrifft diese zwei Kulturen. Ja, aber es waren zweieinhalb. Wir haben spätestens seit den 80er Jahren in der Bundesrepublik ein nicht ganz kleines Segment von aus der DDR in den Westen gegangener Künstler, die eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, die teilweise auch Schritte vorgezogen haben, die sich dann nach 1990 für die ostdeutschen Künstlerinnen und Künstler nochmal nachvollzogen haben. Ich will das verdeutlichen am Beispiel von Manfred Krug. Manfred Krug war mit Sicherheit unter den Schauspielerinnen und Schauspielern der DDR, also ich will sagen, absolute Spitzenliga, was Film und Fernsehen angeht. Ja, er kommt in die Bundesrepublik und fällt fast auf das Bodenlose. Er fällt ins Vorabendprogramm zurück. Ja, er macht eine Fernsehsendung auf Achse. Das ist so zwischen 17:20 Uhr und 18 Uhr. Eine schöne Sendung. Gut. 10 Jahre später ist er wieder Everybody's Darling, Tatort, Kommissar und so weiter. Ja, man kann das an anderen Beispielen nachvollziehen. Also, wir haben in den 80er Jahren im Theater, in München, in Bochum, ja, Heiner Müller hat gesagt, Bochum ist eines der besten DDR-Theater. Ja, wir haben schon gewisse Öffnungen. Wir haben innerhalb des Schriftstellerverbands West mit Erich Löst und anderen Leute, die gesagt haben, hey, eure Kooperation mit dem Osten funktioniert so nicht. Also wir haben da ein breiteres Spielfeld von Meinungen im Westen, darauf wollte ich einfach aufmerksam machen. Die spielen dann nach 1990, Stichwort Biermann, eine ganz wichtige Rolle. Auch eine Rolle der Kritik am Osten. Baselitz ist auch jemand, der aus dem Osten kommt. Viel früher, ja, aber er gehört auch dazu. Gerd Richter natürlich auch, das wissen Sie alle, nicht wahr? Ich will aber darauf aufmerksam machen, so, die schärfste Kritik am Osten kommt meistens von Leuten, die selber aus dem Osten kommen. Ja, in den Osten kommen. Die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Aber Herr Hoffmann, ich würde gerne einhaken und sagen, das Bild ist noch viel vielfältiger. Okay. Wir haben nicht nur zweieinhalb Kulturen, sondern mindestens drei. Denn auf Seiten der ehemaligen DDR gab es ja auch tiefste Brüche zwischen Nonkonformisten und einer nachwachsenden jüngeren Generation, die sich in den 80er Jahren, und das traf auch auf uns, die wir ja gerade in Leipzig auch studiert haben, eben Kunstwissenschaft, auch zu, die sich einen Scheißdreck scherten um Staat, um Stasi-Beobachtung, sondern die einfach ihren Freiheitswillen auch umsetzten. Das haben Sie ja wunderbar beschrieben, Olaf Zimmermann, wie Sie das vorgefunden haben, die Subkultur in der DDR. Das war natürlich, das war Abenteuer pur. Das kann ich mir vorstellen, was es nicht immer war, weil es schwierig war, weil es existenziell war. So, und diese Brüche, die hat ja dann der große Bilderstreit auch
hochgebracht, die Ausdifferenzierung des Bildes von Kunst in der DDR. Da waren auf der einen Seite die Staatskünstler, die teilweise eben auch in diesen Strukturen groß geworden sind, gefördert sind bis unter die Nasenspitze. Auftragskunst will ich jetzt gar nicht erwähnen. Das gab es natürlich auch. Die dann nochmal vergoldet worden sind im Westen, weil das waren die bekannten Namen, worauf der Kunstmarkt auch abgefahren ist. Und es gab eben die Vielfalt von leisen Positionen, die es übrigens im Westen ja auch gibt, ja, die nicht Mainstream sind, die sich nicht der großen teleologischen Entwicklung zu Konzept und zum Selbstreferenziellen angeschlossen haben. Und es gab eben dann eine junge Generation, die mitgewirkt hat an dem, ja, an der Implosion der DDR, an eben nicht dem Fall der Mauer, sondern dem aktiven, fast gewaltfreien Niederlegen einer Mauer. So, das heißt, wir haben also hochkomplexe Kultursituationen in beiden Teilen Deutschlands, die ungenügend wahrgenommen werden. Und insofern aber sage ich auch große Hoffnung, wenn wir bereit sind, und Sie haben ja, Frau Münkel, die Ausstellung in Leipzig erwähnt, die ich übrigens nicht nur lustig fand, ich war ziemlich deprimiert, als ich gesagt, mein Gott, die DDR war dann doch aber lustiger als diese ganze traumatisierende Kunst. Aber zumindest ein erster, extrem differenzierter Blick auf einzelne Biografien, auf einzelne Werke. Und ich glaube, nur das kann uns herausführen aus diesen veralteten Frontstellungen. Das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um ganz kurz eine Publikumsfrage einzustreuen. Dann dürfen Sie gerne auch, oder vielleicht können Sie auch dazu was sagen, Herr Zimmermann. Vielleicht kurz zur Orientierung. Wir sind ja gerade schon ganz lautlos eigentlich in diese Transformationsfrage schon reingerutscht, einfach für Sie zur Orientierung in der Diskussion. Es gibt eine Frage aus dem Publikum, und zwar, was hat die Währungsunion vom 1.7.1990, also dieser 1-zu-1-Umtausch, ökonomisch für die ostdeutschen Künstlerinnen und Künstler gebracht? Also eigentlich auch nochmal eine Frage, die auf diese Erfahrung kurz nach der Einheit zielt oder kurz vor der Einheit sogar und dann aber eben so eine Transformation ja vielleicht ermöglicht. Weiß nicht, Frau Lorenz oder Herr Zimmermann, haben Sie da Einblicke? Oder Herr Hoffmann? Ich kann ja zumindest mal sagen, was, also wir haben ja in den Monaten dann nach dem Einreißen der Mauer, also ich versuche mich in meiner Sprache zu verändern, also den Monaten nach dem Einreißen der Mauer so etwas wie Goldgräberstimmung, also in der DDR gehabt. Also ganz viele, auch ganz viele Sammler, ganz viele Galeristen sind in die DDR gefahren und haben alles aufgekauft, was sie aufkaufen konnten, weil das war unglaublich günstig und billig. Also es war noch keine Währungsreform, die kam ja dann erst später. Und man hat also wirklich die Chance gehabt, letztendlich sich ganz hervorragende Kunst sehr günstig zu kaufen. Sie ist einem natürlich auch verkauft worden, um das also auch zu sagen. Es war jetzt also kein Kolonialismus, keine Zwangsmaßnahme, sondern sie ist gekauft worden. Das war mit der Währungsreform vorbei. Also das heißt, das muss man einfach sehen. Das heißt, der Übergang der DDR in das kapitalistische System des Westens, ja, hat die Spielregeln des Westens letztendlich dort aufscheinen zu lassen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, auch 30 Jahre danach gibt es ja immer noch ein wenig so romantische Vorstellung, auch in unserer Diskussion ein wenig, ja. Also wenn Herr Hoffmann sagt, ja, und dann kommt ein bekannter Schauspieler aus dem Osten in den Westen, ja, und dann ist er nicht gleich oben. Natürlich nicht. Der Arbeitsmarkt der Künstlerinnen und Künstler ist der vielleicht brutalste Arbeitsmarkt, den wir überhaupt haben. Ja, es ist der ist knallhart, ja, und da gibt es keinen Bonus, also für jemand, der aus einer bestimmten Region kommt. Also deswegen glaube ich, es gibt dann welche, die haben diesen Weg auch wieder geschafft. Und worüber wir noch nicht gesprochen haben, ich will es nur einmal kurz erwähnen, weil ich das als eine wirkliche Veränderung bei den Künstlerinnen und Künstlern gesehen habe. Frau Lorenz, Sie haben ja auch eben noch mal davon gesprochen, ich habe ja auch davon gesprochen, von dieser Subkultur, die es gab, dieser Freiraum, den es in der DDR gerade für
bildende Künstlerinnen und Künstler, auch für ein paar Schriftstellerinnen und Schriftsteller gab und den man auch weitlich genutzt hat und wo man auch, glaube ich, Sachen gemacht hat, die sich andere gesellschaftliche Kreise in der DDR gar nicht vorstellen konnten. So. Das war etwas, was aber auch letztendlich gegen den Staat gemacht worden ist. Und wie dieser Staat weg war und wie also auch letztendlich der Kampf weg war, weil diesen Kampf konnte ich nicht mehr, wollte ich nicht mehr gegen etwas anderes führen, dass ich glaube, dass für ganz viele das Erschreckende ist ja gewesen, dass sich der wiedervereinigte Staat Deutschland letztendlich überhaupt nicht dafür interessiert hat. Also wenn jemand dann eine Ausstellung gemacht hat und hat vorher keinen gefragt, ja, und wenn er irgendwie was ganz Wildes gemacht hat, das ist, glaube ich, für ganz viele ein wirkliches, ganz großes Erschrecken gewesen, weil nämlich aus dem Widerstand zum Staat hat sich auch Identität abgeleitet im Kulturbereich, ja, und diese Identität, die ist dann letztendlich auch zusammengebrochen und das hat, glaube ich, vielen, vielen Künstlerinnen und Künstlern unglaublich Probleme geschaffen, nachher dann auch in diesem neuen, wiedervereinigten Land Fuß fassen zu können. Herr Hoffmann, Sie hatten zwischendurch mal so gewirkt, als wenn Sie einhaken möchten. Wollen Sie noch oder soll ich im Anschluss? Ja, Herr Stimmer hat es ja völlig richtig beschrieben. Die Währungsreform ist eben immer eine Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion gewesen. Und die Topografie, die Herr Zimmermann für das Jahr 1987 beschrieben hat, die es aber wirklich auch nur in der Kulturszene, in der Kunstszene, in der bildenden Kunstszene gibt, weil die aufgrund der Marktgesetzlichkeiten der Kunst anders funktioniert als in der Literatur. In der Literatur können Sie einen Roman, können Sie nicht einen privaten Sammler verkaufen. Ein Kunstobjekt können Sie einen privaten Sammler verkaufen. Private Sammler hat es auch in der DDR gegeben. Und man konnte in der DDR mit 400 Mark der DDR einigermaßen gut leben. Das war nicht schön, aber es ging. Das war nach 1990 oder seit dem 1. Juli 1990 vorbei. Das war ökonomisch, die materielle Basis war damit zerschlagen. Das ist der entscheidende Gesichtspunkt. Ich stimme Ihnen völlig zu. Natürlich, das Beispiel von Krug ist berechtigt. Man fällt durch. Aber es gab natürlich in den 80er Jahren durchaus Ostkünstler in der Szene, im Theater. Jemand wie Karge Langhoff oder Müller oder Angelika Domröse oder Leute, die einen Pass hatten, auf beiden Feldern spielen konnten. Die haben natürlich dann doch ihr Niveau eigentlich gehalten. Ja, das gab es schon auch. Ne? Und für die war dann nach 1990 die Situation wieder etwas anders. Aber Frau Lorenz hat völlig recht, wir müssen die DDR-Kultur, wenn wir die anschauen, mindestens in 3 bis 4 verschiedene Kategorien aufschalten. Ab 1980 ist es nicht mehr gelungen, die nächste Generation zu integrieren, was die DDR irgendwie immer hinbekommen hat. Selbst so Leute wie Volker Braun und so, die immer so widersetzlich waren, irgendwie hat man die noch reinbekommen. Ab 1977, 78, 80 war das vorbei. Da hat das System nicht mehr funktioniert und die haben gar nicht unbedingt gegen den Staat, sondern unterhalb, außerhalb, jenseits des Systems gearbeitet, wenn ich das richtig verstehe, Frau Lorenz. Ja, die staatliche Rahmenbedingungen sind nicht mehr akzeptiert worden. Ja. Das war, glaube ich, tatsächlich auch diese systemsprengende Kraft, die dann in den Künsten auch da gewesen ist, also die das vorbereitet hat. Die DDR ist ja poröser geworden und da spielen die Künste eine große Rolle, glaube ich. Und wie war dann Ihre Wahrnehmung? Aber als dann diese sprengende Kraft ja dann ihre Wirkung entfaltet hat, dann war ja danach irgendwie ein gesamtes Deutschland da und da mussten ja auch diese Künstlerinnen und Künstler irgendwo hin. Also es klang ja gerade schon so ein bisschen an. Ich kenne auch zum Beispiel ein Beispiel Doris Ziegler, die auch in der Ausstellung in Leipzig ausgestellt hat. Die hat dann eigentlich gar nicht weiter unbedingt als Malerin gearbeitet, sondern ist dann Professorin an der Hochschule für Buchkunst in Leipzig geworden. Also hat dann so ihr Auskommen gehabt. Also haben Sie da vielleicht auch alle drei in Ihrem Umfeld auch Beispiele, wo ist es gut gelaufen, wo aber vielleicht auch nicht? Wo sind Existenzen dann auch ganz anders verlaufen, als sie vielleicht sonst verlaufen wären? Also wenn Sie das Professorenbeispiel nehmen, das können Sie für etliche filmschaffende DDR nachmachen. Die großen DDR-Meisterregisseure, ob das Roland Gräfer, Hermann Schoche und viele andere, haben nach 92, 93 keine eigenen Filme mehr gemacht. Ich habe das Frank Mayer, Beispiel Frank Mayer genannt, der hat es noch versucht, die sind weg.
Einige von denen sind tatsächlich auch an Hochschulen gegangen. Auch jemand wie Jutta Hoffmann, Schauspielerin, hat sich dann auch aus dem Theater-Filmbereich zurückgezogen, ist an die Hochschule gegangen nach Hamburg. Also das ist ein ganz, ganz, gar nicht so geringer Weg, ja, des Rückzugs aus der darstellenden Kunst und aus dem Film in die Weitervermittlung oder auch in andere Bereiche. Also Czoche zum Beispiel hat dann wieder Prosa geschrieben oder Drehbücher. Ja, also das ist ganz interessant. Und der Weg auch vom Film zum Fernsehen. Ja, also das ist sozusagen die mildere Variante. Jemand wie Kahane, der 1998 noch einen ganz wunderbaren Film reinbringt ins DDR-Kino, die Architekten, der 2 Jahre vorher alle elektrisiert hätte und danach, den wollte im Sommer 1990 keiner mehr sehen. Dann würde ich gerne nochmal den Blick weiten, nochmal von der Kunst an sich oder den Künstlerinnen und Künstlern auf diese kulturelle Infrastruktur. Das klang ja auch vorhin schon an, im Einigungsvertrag stand, dass die kulturelle Substanz keinen Schaden nehmen darf. Da wurden mehrere Milliarden bereitgestellt. Eben, es gab dieses berühmte Blaubuch, wo bestimmte Institutionen identifiziert wurden, die dann auch gefördert wurden. Unter anderem eben die Stiftung Weimarer Klassik, so wie sie heute heißt, Frau Lorenz, die Sie ja leiten. Ist denn diese Erhaltung der kulturellen Infrastruktur, das ist ja schon ein hehres Ziel, um dann auch Kulturarbeit, Kunstarbeit zu ermöglichen, ist das gelungen, die in Ostdeutschland zu erhalten? Das ist vielleicht eines der erfolgreichsten Projekte der Wiedervereinigung, dass die kulturelle Substanz in den neuen Bundesländern, die am Zusammenbrechen war, tatsächlich mit Milliarden bis heute und über heute hinaus grundsätzlich erhalten worden ist. Der ganze Vorgang ist dennoch hochproblematisch, weil wir ja heute über produzierende Künstler und arbeitende Kulturinstitutionen reden. Es ist einfach zu begreifen, dass dieser Zugriff des Westens auf das kulturelle Erbe in Kernländern, in deutschen, mitteldeutschen Kernländern, die in der DDR eben nun situiert waren, 40 Jahre, ein zutiefst restaurativer Zugriff war. Das muss man einfach mal objektiv feststellen. Es wurde ein Kulturerbe erhalten, Geld reingepumpt, das vor der DDR im Grunde genommen gestaltet worden ist. Also die DDR beiseite geschoben, dass der genuine Beitrag von DDR-Kultur in der deutschen Geschichte, in der deutschen Kulturgeschichte zur Seite geschoben, um sich diesem Erbe der Reformation, der Weimarer Klassik, des 19. Jahrhunderts, des frühen 20. Jahrhunderts voll zu widmen. Es hat einen hohen, eines wirklichen Kampfes bedurft, dass produzierende Künstler, die ja auch gefördert worden sind nach der Wiedervereinigung, aber das war ein schwieriger Prozess. Zunächst mal sind alle Förderstrukturen aus der DDR weg gewesen, schlagartig weg. Künstler mussten ihre Existenzen vollkommen neu definieren. Das ist natürlich einer jungen Generation, einer nonkonformistischen Generation, naturgemäß leichter gelungen als älteren Generationen oder extrem politisch mit dem DDR-Staat verhafteten Künstlern. Und es ist eben zu begreifen, ich habe mir das auch mühsam erarbeiten müssen, dass dieser kulturhistorische Zugriff auf das Erbe in der DDR lebenden Künstlern eher etwas weggenommen hat. Und dass das erst ein mühsamer Aushandlungsprozess war, zu sagen, wir müssen auf die Produzenten schauen, die reflektieren den Transformationsprozess. Das sind wertvolle Erfahrungen. Und ich finde das hochinteressant, was Herr Hoffmann hier aus der Film- und Theaterwelt beibringt. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere gesellschaftliche Sphäre gewesen als die Sphäre der bildenden Künstler, die anders betroffen sind, weil bildende Kunst eben das Objekthafte, das Marktmäßige funktioniert einfach anders in der Gesellschaft als eben die sprachbasierten und zeitbasierten Künste. Ein Aspekt finde ich aber eigentlich spannend. Oder Herr Zimmermann, möchten Sie direkt? Ja, da würde ich gerne noch was zu sagen, weil ich also zwei Punkte da spannend finde. Also einmal ist der Einigungsvertrag wahnsinnig wichtig gewesen, um vieles zu erhalten. Aber man muss auch
ehrlich sein, vieles ist auch nicht erhalten worden. Also das heißt, es gab wahnsinnig viele Theater in der DDR. Viele davon konnten nicht erhalten werden. Und natürlich hat es am Schluss auch dazu geführt, dass so etwas wie der Weststempel aufgedrückt wurde. Und der Abriss des Palast der Republik ist ja hier in Berlin so etwas wie ein Menetekel auch dieses Denkens gewesen. Natürlich war das nicht notwendig und man hätte eine Asbestsanierung auch ohne den vollständigen Zerstörung des Gebäudes machen können. Aber man wollte dieses Gebäude zerstören, weil das eben auch etwas mit kultureller Hegemonie zu tun hat, so, die man hat. Das ist die eine Teil dieser Wahrheit. Auf der anderen Seite, dieser Einigungsvertrag hat die Kultur in Deutschland, und zwar jetzt in Gesamtdeutschland, um 180 Grad gedreht und verändert. Vorher waren wir ein eindeutig kulturell föderal aufgebauter Staat, und zwar bis in das letzte kleine Wehchen, was man so hatte. Der Bund hatte überhaupt nichts zu sagen im Bereich der Kulturpolitik. Und dieser Einigungsvertrag hat die Situation geändert. Die Länder hätten das damals verhindern können, wenn sie bereit gewesen wären, den, ich sag mal, ihren Partnern im Osten zu helfen, ja, und direkt das zu machen. Da waren sie aber zu geizig, und weil sie zu geizig waren, hat der Bund diese Aufgabe im Einigungsvertrag übertragen bekommen. Und dieser Geiz fällt den Ländern heute noch auf die Füße, weil es würde keine Kulturstaatsministerin geben, es würde keine Kulturstiftung des Bundes geben, es würden nicht die 2 Milliarden Kulturetat des Bundes geben. Jetzt kommt noch mal 2 Milliarden mindestens wegen der Pandemiebekämpfung spezifisch für den Kulturbereich dazu. Und es werden noch viel mehr werden. Und das macht alles der Bund. Und die Ursache liegt im Artikel 30 des Einigungsvertrages, weil dort das erste Mal der Bund quasi dieses Recht zugeordnet bekommen hat und gesagt bekommen hat, deine Aufgabe ist es, die kulturelle Struktur letztendlich in den neuen Bundesländern erhalten. Und das ist ja auch heute noch, also das heißt, viele Förderungen können heute noch in den sogenannten neuen Bundesländern und in Berlin gemacht werden, wegen dem Hauptstadtposition, die sie in den westlichen Bundesländern nicht machen können. Das heißt also, das hat sich über diese ganze Zeit durchgezogen und hat zu einem fundamentalen Paradigmenwechsel geführt. Und ich bin ja der festen Auffassung, dass wir endlich in der nächsten Legislaturperiode sogar ein richtiges Bundeskulturministerium bekommen werden, was echt auch Zeit wird, dass wir das endlich bekommen, weil alle haben das, alle europäischen Nachbarn haben das, nur wir haben das nicht. Das haben wir aber auch diesem Artikel 30 des Einigungsvertrages zu verdanken. Ohne diesen Weg wäre das gar nicht gegangen. Ich würde gerne nochmal einen Aspekt aufgreifen, den haben Sie auch gerade alle schon genannt eigentlich, so dieser restauratorische Zugriff auf dieses gemeinsame Erbe, wenn man so möchte. Also wenn man es von der anderen Seite betrachtet, könnte man ja auch sagen, Schiller und Goethe in Weimar, Bach in Leipzig, das ist was, da können sich gesamtdeutsch alle drauf einigen. Und das ist was, da gibt es vielleicht keinen Bilderstreit, da gibt es keinen Literaturstreit. Wäre das nicht eine Möglichkeit, sich dann auch auf sowas viel mehr zu besinnen, oder passiert das schon? Oder anders gefragt, macht man sich es damit zu leicht? Ich glaube noch nicht mal, dass man sich darauf einigen könnte. Also wir haben gerade in der Kolonialismusdebatte werden gerade auch unsere Geistesgrößen auch teilweise berechtigterweise auch zumindest mal hinterfragt. Es gibt glücklicherweise keinen deutschen Kulturkanon. Ja, also wo man sagen kann, also egal was du isst, das musst du aber gut finden. Das gibt es glücklicherweise nicht, sondern es wird alles in Frage gestellt. Und so verstehe ich auch die Arbeit von Frau Lorenz, dass sie im Moment vieles in Frage stellt, was ihre Vorgänger nicht in Frage gestellt haben, finde ich gut. Also das heißt, das ist doch letztendlich, es gibt keine Kultur, die statisch wäre und schon gar keine, die ich quasi einer ganzen Bevölkerung aufoktroyieren kann, sondern da muss immer wieder neu drum gerungen werden. Und das gilt auch für solche Größen wie Schiller oder Goethe. Dann würde ich gern, ach so, ja, Herr Hoffmann, gerne. Ja. Einverstanden. Kultur ist immer Wandel und Wandel ist Kultur, das ist alles okay. Aber natürlich müssen diese Dinge trotzdem bewahrt bleiben. Wenn man nämlich die Dinge schützt und nicht ordentlich behandelt, dann gehen sie sehr schnell kaputt. Und allein das kostet ja schon eine ganze Menge.
Also ich denke, Frau Lorenz, könnte ich da hunderte von Beispielen... Herr Hoffmann, Sie müssen bewahrt werden, damit Sie von jeder neuen Generation neu und anders befragt werden können. Sie müssen zunächst einmal da bewahrt werden. Das ist ja auch das Tückische an diesem Erbe- und Traditionskonzept, was ja die DDR mal erfunden hat. Wir haben ja den Begriff Erbe aus der DDR übernommen in unseren Sprachgebrauch. Den gab es in der Bundesrepublik auch, aber nicht in diesem... diese ideologischen Aufladungen. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass das schon, Sie haben das ja auch gesagt, Frau Lorenz, durchaus auch eine Leistung war. Gucken wir uns mal, Sie haben gesagt, Herr Zimmermann, es sind so viele Theater geschlossen worden. Es sind aber auch sehr viele Theater erhalten. Also wenn ich mir anschaue, dass eine Stadt wie Neustrelitz sich ein Theater leistet mit 30.000, noch weniger als 30.000. Frau Lorenz, ich nehme ihr Gera, was ich wirklich liebe, und ich habe ihre Häuser alle besichtigt, jetzt kurz nachdem sie da waren, 2001, Gera war eine der Orte, die uns wirklich eingeladen haben, gesagt, guckt uns das bei uns an. Dresden hat gesagt, bleibt bloß zu Hause, wir wollen mit euch nicht so viel, aber aus Gera kam eine sehr liebevolle Einladung, die Theater und die Museen anzuschauen. Wunderbar. Eine Stadt von knapp 100.000 Einwohnern erlaubt sich ein vollständiges Theater, ein vollständiges Museumsensemble. Mit einem Naturkundemuseum, einem Kunstmuseum, einem kulturhistorischen Museum und einem stadtgeschichtlichen Museum. Das ist ein Niveau, was in Westdeutschland eine Großstadt wie Bochum mit der vierfachen oder dreifachen Einwohnerzahl längst nicht schafft. Längst nicht schafft. Das ist die alte Substanz von Gera. Das ist eine alte Residenzstadt. Das ist eine Stadt mit einer unglaublichen industriellen Kapazität im 19. Jahrhundert gehabt, mit reichem Bürgertum. Das ist alles da. Und das müssen wir natürlich auch bewahren. Da stehe ich auch für ein. Da setze ich mir auch für ein, dass das bewahrt bleibt. Aber in einer Vergleichsebene haben wir in Ostdeutschland größere Herausforderungen, größere Investitionsbedarfe, als wir es im Westen in einer vergleichbaren Struktur vorhanden haben. Das ist einfach so. Das ist jetzt nicht böse. Ich liebe diese ostdeutschen Residenzstädtchen alle. Und ich liebe alle ihre Häuser und ihre Theater, ob das Meiningen ist und Altenburg. Wunderbar, die sollen alle bleiben. Ich kämpfe dafür. Aber es ist eine große Herausforderung an die gesamte Gemeinschaft und wir tragen es mit. Ja, aber ich denke auch, hier ist der Druck, dass wir große Transformationsprozesse auch im Kulturbereich vor uns haben, eben auch besonders groß, weil es so wahnsinnig dichte Kulturlandschaften gibt, die sich stark, Herr Zimmermann hat es gesagt, stark bereits verändert haben, weil nicht alles erhaltbar war, und die sich auch in Zukunft stärker noch verändern müssen. Und da kann ich jetzt wirklich aus meiner Erfahrung im Umgang mit Kulturinstitutionen sprechen. Wir haben da einen starken Strukturkonservatismus, der natürlich auch mit dem Westgeld zementiert worden ist und den es jetzt gilt, klug, intelligent in eine Zukunft hinein zu entwickeln. Weil wir müssen sehen, dass es immer wieder auch ein gutes Verhältnis gibt zwischen, ich sag mal, den fixen Bewahrungskosten und den operativen Mitteln, mit denen wir eine lebendige Kulturarbeit gestalten, damit wir die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, die gesellschaftlichen, die Herausforderungen einer fragiler werdenden Demokratie überhaupt noch bearbeiten können. Ich glaube, dass Kultur, Kunst und Institutionen da eine riesige Verantwortung haben. Und darauf gilt es, sich vorzubereiten. Da gilt es, sich zu verhalten dazu. Und deswegen kann ich jetzt nicht Ihrer Lobrede so ganz ohne weiteres nur zustimmen, weil ich auch aus eigenem Erfahren weiß, wie schwer diese kleineren und mittleren Städte ohne großes Steueraufkommen und Einkommen haben, diese Vergangenheitslast auch in die Zukunft zu tragen. Das ist, das haben Sie sicher mit Ihren Studenten auch beobachtet vor Ort. Das ist alles andere als selbstverständlich. Und das gilt es eben durch, ich sag mal, kluge Änderungen und Transformationen auch überhaupt zu erhalten und in die Zukunft zu tragen. Ich glaube ja, wenn ich das sagen darf, dass in diesen 30 Jahren, die sich die beiden deutschen Nationen, die Eberhard Rothers mal als siamesische Zwillinge beschrieben hat, dieses Ausverhandeln, dieses sich zusammenraufen, diese Missverständnisse, die wir nach wie vor haben werden, weil jeder an seinen Deutungen hängt,
dass da auch viele verpasste Chancen dabei waren. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Prozesse weiter zu betreiben, auch kraftvoll zu betreiben. Sie sagen ja auch mit kontroversen Auseinandersetzungen. Aber ich glaube, man hätte diesen Einigungsprozess in den 90er und in den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts auch mit mehr Aufmerksamkeit gegeneinander führen können. Weil vom Prinzip her ist dieser Vereinigungsprozess ja für das größere Europa eigentlich ein Riesenlabor gewesen. Ein Experiment. Und da würde ich sagen, haben wir uns nicht so klug geschlagen. Und das, was wir jetzt in der Erinnerungskultur mit der Kolonialismusdebatte haben, brauchen wir, glaube ich, auch für die Erinnerung an die DDR und an diesen Einigungsprozess. Da haben wir noch viel zu tun. Also dann würde ich gern den Blick vielleicht einmal kurz auch noch mal in die Zukunft richten. Da können Sie gern gleich auch noch mal drauf einhaken, Herr Zimmermann. Welche Hoffnung lastet denn da auch auf der zukünftigen Generation oder der jungen Generation, die jetzt vielleicht sogar nach der Wende, nach der Wiedervereinigung geboren ist? Ein Beispiel, ich kenne viele, die aus dem Westen Kultur, Kunst interessiert, zum Beispiel nach Halle zu Burg Giebichenstein gehen, um da zu studieren, um Kunst zu studieren, um kreativ zu werden. Ich habe auch eine Bekannte, die Siebdruckerin, die ist Französin, die hat jetzt einen Hof in Zeitz im Sachsen-Anhalt gekauft, um den auszubauen, um da Kunst zu schaffen. Also es gibt ja diese Beispiele auch der jüngeren Generation, wo aus meiner Sicht dieses Gesamtdeutsche ganz natürlich vielleicht mitkommt. Also wie viel Hoffnung liegt darin? Also ich glaube, da liegt natürlich die große Hoffnung, also wie es immer in der jungen Generation liegt, die einzigste Hoffnung, die wir ja letztendlich haben. Ich habe 3 Kinder, Halle sind nach dem Fall der Mauer geboren und sehen, oder wenn ich mit ihnen darüber rede oder wenn ich mit ihnen mir Sachen anschaue, die sehen das vollständig anders als ich. Also alles das, was ich mit mir schleppe, ja, was ich dabei habe, ja, was für mich dazugehört und was, glaube ich, auch bei den Menschen meiner Generation auch nicht verschwinden wird, sondern da werden wir uns mit auseinandersetzen. Das haben die Jüngeren nicht. Die stellen andere Fragen und ich finde das, was Frau Lorenz gesagt hat, das wird die spannende Frage sein. Wie divers wird der Kulturbereich in Ost und West sein? Und diese Frage werden wir beantworten müssen und da müssen sich beide Seiten enorm bewegen, aber wir müssen uns gar nicht in erster Linie aufeinander zubewegen, also weil die Fragen sind viel größer geworden. Ja, die Frage ist nicht, ob ich jetzt einen Hossi mag und ob ein Hossi mich als Wessi mag. Ja, das sind Luxusthemen, mit denen wir uns beschäftigen, weil das müssen wir auch mal sehen. Ja, es gibt immer noch Probleme, es gibt auch Unterschiede, aber im Ganzen haben wir das ja super hingekriegt. Ja, wir haben jetzt seit 16 Jahren eine Kanzlerin aus dem Osten und das war sogar ganz gut. Ja, so, also das heißt, also wir haben das doch gut hinbekommen. Wenn ich mir Verwerfungen in anderen Ecken dieser Welt anschaue, auch in Europa anschaue, dann finde ich, haben wir das ganz gut hinbekommen. Aber wir haben das nur mit den Möglichkeiten hinbekommen, die wir als die in dieser Zeit gelebten und agierten hinbekommen können. Und unsere Kinder und hoffentlich auch die Kinder, unsere Kinder werden das noch einmal ganz anders machen und dann wird das einfach ein rein, Herr Hoffmann ist ja jetzt schon logischerweise als Historiker dabei, das ist ein reines Geschichtsthema, nicht wahr? Das ist dann ein Thema, ein Historikerstreit, aber wir werden das aus unserem direkten Leben, wird das dann verschwunden haben und wir werden trotzdem mit anderen Themen die Auseinandersetzungen haben. Da werden sich Ost und West und ob Ossi oder Wessis auseinander setzen müssen, wie divers ist unsere Gesellschaft, wie haben wir uns gegenüber Afrika, Südamerika oder ähnlichen Fragen verhalten, wie kulturell kolonialistisch verhalten wir uns heute noch und das werden die Fragen sein und dagegen sind unseres kleines Geplänkel, liebe Frau Lorenz, das ist ja noch ein nettes Geplänkel, was wir da in diesem Bereich machen und was ich finde, dass wir sicherlich das ein oder andere versäumt haben, aber unter dem Strich auch gar nicht so schlecht hinbekommen haben. Ich würde Sie gleich alle drei, weil wir sind schon fast am Ende der Veranstaltung, nochmal um ein ganz kurzes Abschlussstatement
bitten. Aber vorher noch eine ganz kurze Publikumsfrage. Die schließt vielleicht ganz gut den Kreis. Die bezieht sich nämlich auf den Titel der Veranstaltung. Da war die Frage, ist das Thema Ankunft im Alltag ein Bezug auf Brigitte Reimann, 1961? Und das ist so. Also der Titel ist eine Anspielung auf die gleichnamige Erzählung von Brigitte Reimann aus dem Jahr 1961. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen auf dem Podium diese Erzählung kennt oder einen Bezug dazu hat, vielleicht zwei Sätze sagen möchte. Das ist der kanonische Text des Bitterfelder Literaturprogramms der DDR. Junge Leute kommen aus der ganzen Republik nach Bitterfeld und erleben dort die Konfrontation mit der Arbeitswelt und merken, dass es in der Arbeitswelt auch Probleme gibt. Ja, das ist ein Erziehungsroman klassischer Art, einer der schönen Romane. Brigitte Reimann hat dann nachher noch Besseres geschrieben, Franziska Linkerhand. Ich habe den Text in der Tat so verstanden, als ein Erziehungs- und Integrationsprojekt. Und so war das der Bitterfelder Weg ja auch als ein Erziehungs- und Integrationsprojekt von Kultur und Arbeit zusammenzuführen. Und ich verstehe diesen, habe den Titel so verstanden, als Integrationsprojekt von Ost und West. Und dann Asymmetrie, die Frau Lorenz mit Recht betont hat, dann doch eher darauf hindeutet, dass das vorhandene Größere eine Herausforderung für das kleine Neue gewesen ist, eben die Ankunft der Ostdeutschen im Alltag der von Herrn Zimmermann so präzise beschriebenen kapitalistischen Kultur. Vielen Dank. Dann würde ich Sie jetzt bitten, tatsächlich, weil die Zeit schon fortgeschritten ist, am Ende wirklich sich auf zwei Sätze zu beschränken. Ich würde gerne nochmal das Ganze zusammenfassen. Ich meine, es ist schwierig, das in zwei Sätzen, das weiß ich. Aber meine Frage wäre nochmal, Herr Hoffmann, Sie haben in dem Vortrag so schön geendet mit dieser Frage, sind wir schon durch die Tür gegangen oder noch nicht? Meine Wahrnehmung ist, wir sind in dieser Debatte. Wie geht es Künstlerinnen und Künstlern seit der Wiedervereinigung? Wie geht es auch der Kulturwelt, auch den Institutionen? Wir sind da vielleicht auf der Schwelle. Aber sagen Sie doch bitte gerne zwei Sätzen. Wo verorten Sie sich da und was braucht es aus Ihrer Sicht am dringendsten, damit wir auch diese Schwelle übertreten können? Also so ein Platz an der Schwelle ist nicht der schlechteste. Man hat sich aufgemacht und ist in Bewegung. In Bewegung sein ist immer gut. Ich stimme Frau Lorenz und Herrn Zimmermann zu. Unsere Enkel fechten es besser auf. Ich glaube aber trotzdem mit Herrn Zimmermann, wir dürfen uns auch mal zwischendurch ausruhen und hinsetzen und sagen, ganz so schlimm ist es nicht gelaufen, hätte schlimmer kommen können, hätte aber auch besser kommen können. Ich glaube, vor den Herausforderungen von Digitalisierung und Globalisierung sind alle die Probleme, die wir hier diskutiert haben, harmlos und freundlich. Frau Lorenz, was sagen Sie? Ich bin mit der Schwellensituation auch sehr einverstanden und würde sagen, dass die Lernerfahrung, die wir als eine gespaltene Nation in der Mitte Europas gemacht haben in dieser Aufeinanderzubewegung, dass die uns allerdings tatsächlich den nötigen Proviant auch für die Reise in die Zukunft verschafft hat. Das heißt, die Resilienz auch, die es braucht, um die großen Herausforderungen, die weit über Europa hinausgehen, die global sind, auch bewältigen zu können. Und insofern würde ich sagen, wir haben alles, was wir brauchen, um Vielfalt auszugestalten und den Reichtum, der es eben ja auch bedeutet, wenn unterschiedliche Menschen zusammenkommen, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Deutungen, diesen Reichtum auch zu genießen. Vielen Dank. Herr Zimmermann, wie geht's Ihnen? Sind Sie auch auf der Schwelle? Nee, ich fühle mich nicht so wohl auf so einer Schwelle. Ich finde, dass wir durchgegangen sind schon. Ja, wir sind schon in einem gemeinsamen Raum. Diese ganze Kulturfamilie ist in einem gemeinsamen Raum, aber es ist halt eine Familie. Das heißt also, Familien lieben sich und streiten sich und da gibt es die einen, die man mehr mag als die anderen. Ich glaube, wir stehen alle vor riesigen Herausforderungen. Jetzt im Moment gerade Corona oder Klima oder andere Fragen, auch wie wir letztendlich uns gesellschaftlich positionieren wollen, die muss der Kulturbereich auch annehmen. Und ich glaube, dass er die besser annehmen kann, wenn er die gesamt annimmt. Und wir brauchen gerade auch diese besondere Art der Sicht der Gesellschaft, die gerade Künstlerinnen und Künstler haben. Gerade heute brauchen wir die. Und deswegen, ich würde ganz gerne diesen alten Streit ein wenig abräumen und mich neuen Auseinandersetzungen widmen.
Dann vielen, vielen Dank an Sie alle auf dem Podium. Ich fand, das war eine sehr, sehr anregende, ganz bereichernde Diskussion. Danke auch an die Deutsche Gesellschaft, an die Stiftung Aufarbeitung und an den Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Danke an das gesamte Technikteam, wirklich für die Organisation dieser Veranstaltung. Und danke auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen, für Ihr Interesse und für Ihre Fragen. Und da beantworte ich gerade noch mal kurz eine dritte Frage, die kam. Wurde gefragt, ob die Präsentation von Herrn Hoffmann auch irgendwo zum Download zur Verfügung steht. Es wird so sein, dass dieses komplette Diskussionsformat online auf dem YouTube-Kanal der Deutschen Gesellschaft verfügbar sein wird. Da ist ja die Präsentation dann auch zu sehen. Und sicherlich freut sich Herr Hoffmann auch über eine Mail. Er arbeitet ja an der Uni Bochum, die findet man online. Vielleicht schickt er die Präsentation ja dann auch netterweise zu. Ja. Und es gibt einen nächsten Teil dieser Reihe, Zukunftswerkstatt Einheit. Die findet schon am 1. Juni statt, und zwar auch genau um 18 Uhr hier in so einem Livestream wie heute. Das Thema lautet dann der Weg zu einer gesamtdeutschen Sportnation. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal eine gute Zeit. Vielleicht haben Sie ja Lust und Interesse, da dann auch wieder dabei zu sein. Bleiben Sie vor allem gesund und nochmal vielen, vielen Dank. Tschüss. Danke Ihnen, Frau Münke. Wiedersehen. Tschüss. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen.